Mitarbeitergewinnungsstrategien 2023 ist eigentlich ganz, nee, warte mal, 2024. Oh, habe ich da 2023? Darf ich denn wieder stehen? Mitarbeiterstrategien für 2024. Und zwar gibt es eigentlich ganz einfache Strategien. Es gibt ja immer die Version online und einmal offline. Und ich fange einfach mal an mit der Offline-Variante. Also wenn Sie überall quasi ein Zettelchen hinkleben, wir suchen Mitarbeiter, komm zu uns und bewirb dich, dann ist das so der erste Schritt, um Mitarbeiter zu kriegen. Das nächste, sehr effektiv ist auch, man fragt einfach seine bestehenden Mitarbeiter, kennst du jemanden, der eventuell diesen und jenigen Job machen möchte? Und das ist wirklich das günstigste und das kostet gar nichts, sondern wird rumgefragt und da kommen meistens sogar schon ein paar qualifizierte Bewerbungen rein. Weil die Mitarbeiter meistens gar nicht wissen, dass jetzt gerade eine offene Stelle da ist und deswegen macht das immer Sinn, dass man sich dann dort bewirbt und das dann auch den Mitarbeitern einfach so weitergibt. Die nächste Strategie, die total sinnvoll ist und die auch wirklich heutzutage am allereffizientesten ist, sind einfach Meta-Werbungen. Meta ist so das Netzwerk für Facebook und Instagram und kann auch noch darüber hinaus andere Netzwerke ansprechen. Das geht sehr, sehr schnell. Da muss ich natürlich genau wissen, wie geht das Ganze, wie schalte ich da Werbung. Und es gibt für Facebook-Werbung ganz einfache sogenannte Lead-Kontaktformulare. Die kann man dann ausfüllen lassen von einem Mitarbeiter, von einem potenziellen Bewerber. Dass der das natürlich dann ausfüllt und seine persönlichen Daten hinterlässt, ist natürlich so eine Hürde. Weil man, wenn man nicht bekannt ist als Unternehmen und man ist auch nicht so vertrauenswürdig, ist es da schwierig, das Ganze umzusetzen. Darum ist mein erster Ansatz immer, man sollte erstmal so einen Unternehmerstatus aufbauen, also dass so eine vernünftige Arbeitgebermarke überhaupt entstehen kann. Das macht Sinn, dass man anfängt, okay, wir bauen erstmal unsere Webseite neu, dass die gut aussieht. Viele Unternehmer sagen mir nämlich immer, eine Webseite brauche ich gar nicht, denn ich brauche ja Mitarbeiter. Ich brauche ja keine Kunden. Ich sage, ja, das ist richtig, aber die Kunden, auch wenn das funktioniert, aber die Mitarbeiter gehen dann auch auf die Webseite und gucken erstmal, was ist denn das überhaupt für ein Arbeitgeber? Möchte ich mich überhaupt mit diesem Arbeitgeber identifizieren? Kann ich mir diesem Arbeitgeber vorstellen, wirklich langfristig zusammenzuarbeiten und bei dem zu arbeiten? Wenn die Webseite aussieht wie 1800 irgendwas, dann wird sich da kein Mitarbeiter bewerben. Das kann man vergessen. Also die Mitarbeiter müssen auch überzeugt sein von dem Unternehmen. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist der nächste Schritt wäre dann halt, dass der Mitarbeiter sofort sieht, okay, die suchen wirklich aktuell gerade Mitarbeiter. Dann klicken die auf dieses am besten Karriere und Jobs oder Jobs und Karriere erstmal, dass man erkennt, okay, da geht es jetzt wirklich nur um Mitarbeiter. Und dann kommt man als nächstes zu den Stellenangeboten. Und die meisten Stellenangebote, was ich sehe, die Stellenbeschreibungen, die beginnen immer damit mit der, wir sind seit 1800 irgendwas aktiv und keine Ahnung was. Das interessiert niemanden, der das liest. Jeder von uns, der im Internet unterwegs ist, ist immer darauf aus, was habe ich davon? Das ist so die größte Frage, die sich jeder stellt. Was habe ich davon, wenn ich das jetzt lese? Wenn ich das schon lese, wir sind seit 1800 irgendwas aktiv und machen dies und das, das interessiert mich nicht. Dann scrolle ich natürlich weiter. Und jeder scrollt erstmal zu diesen Sachen. So, was sind meine Aufgaben und was bringt mir dieses Unternehmen überhaupt? Heutzutage ist es auch sogar modern, dass man sogar gleich den Lohn hinschreibt. Was kriegt derjenige pro Stunde? Das ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Man weiß nicht, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, mit wem man den da abhält und wem man da sich ranholt. Da würde ich wirklich überlegen, für jede einzelne Stellenbeschreibung, macht das Sinn, da jetzt wirklich den Lohn mit beizuschreiben? Weil im Endeffekt, wenn ich qualifizierte Mitarbeiter haben möchte, dann muss ich mein Repertoire so attraktiv gestalten, dass egal welche Berührungspunkte derjenige hat im Internet mit meinem Unternehmen, dass der immer sagt, boah, das ist aber super, da würde ich schon gerne mit zusammenarbeiten. Das muss so der erste Weg sein, wo ich sage, okay, das sind die Basics. Ja. Das heißt, die Webseite erstmal auf Vordermann bringen und dann die Karriereseite auf Vordermann bringen, eine vernünftige Stellenanzeige schreiben. Das sind so die Mitarbeitergewinnungsstrategien, die auf jeden Fall jeder Unternehmer umsetzen sollte. Als allererstes, bevor man irgendwelche Stellenanschreiben oder Ausschreibungen macht auf irgendwelchen Plattformen, sollte das auf jeden Fall stehen. Ich kann Ihnen garantieren, jeder Mitarbeiter wird Sie scannen und wird Sie untersuchen und wird gucken, ob man überhaupt mit denen zusammenarbeiten möchte. Und die meisten sagen, ja, die können sich ja melden, die können ja eine E-Mail schreiben per Bewerbung und keine Ahnung was. Ja, das können die dann auch machen, aber der erste Schritt ist erstmal, da die richtigen zu kriegen. Ich hatte jetzt letztes Mal bei einem Arbeitgeber, da rief jemand an und fragte direkt nach dem Lohn. Was verdiene ich denn bei euch so? Oder erstmal so, ja, hallo, wer bist du denn? Was machst du denn? Was hast du überhaupt für Qualifikationen? Und dann kam dann raus, das war eine Hilfskraft,
die quasi jetzt einfach nur die ganzen Optionen sich ausgesucht hat, wo sie dann arbeiten kann, damit sie am meisten Geld verdient. Wo ich mir denke, du musst ja dem Unternehmen auch was bringen. Nur weil du jetzt eine Hilfskraft bist, die kriege ich ja wie Sand am Meer. Dann musst du ja gar nicht, kriegst du von mir natürlich nicht die Informationen, was eine normale Hilfskraft bei uns an Lohn bekommt. Das ist ja Quatsch. Sondern die sollen sich ja wirklich, die braucht man teilweise gar nicht, weil sich da jede Menge Leute bewerben. Also ist dieser Bewerbungsprozess anders. Wenn ich jetzt aber qualifizierte Mitarbeiter kriegen möchte, dann ist es eigentlich essentiell wichtig, dass alle Berührungspunkte passen. Wenn das alles passt und ich den Mitarbeiter dahin bekommen habe, dass er sich dann irgendwann bei mir bewirbt und das Bewerbungsformular ausfüllt, das ist die nächste große Hürde, wo ich schon direkt ausfiltern kann, wen ich haben möchte und wen nicht. Ich hatte jetzt gerade beim Unternehmen, der hat gesagt, ich brauche Monteure, die unterwegs sind. Das heißt, die müssen einen Führerschein haben. Das ist eine Qualitätsvoraussetzung, dass die einen Führerschein haben. Das heißt, die können das Bewerbungsformular ausfüllen und müssen dann angeben, hast du einen Führerschein, ja oder nein. Wenn der anklickt, nein, ich habe keinen Führerschein, dann kann der ruhig weiter alles ausfüllen, aber am Ende des Bewerbungsformulars kommt dann, Entschuldigung, aber du passt leider nicht zu uns, weil wir suchen jemand anders und wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg für blablabla. Das heißt, der kommt gar nicht in diesen Kreislauf rein, dass der wirklich qualifiziert ist, dass die Social-Media-Plattformen merken, okay, das ist jetzt wirklich jemand, der davon hätte ich gerne mehr, sondern der fällt schon vorne komplett raus. Das ist einfach eine Sicherheit für alle. Das funktioniert aber erst nur, wenn ich als Arbeitgeber wirklich super attraktiv bin und nicht mehr meine Leute aussuchen kann. Wenn ich natürlich so große Namen habe, so große Brands habe, wie Google oder Facebook oder VW in Deutschland oder BMW, da brauche ich ja nicht viel machen. Also die Leute wollen sich ja eh bei mir bewerben, weil wenn ich sage, okay, ich arbeite bei VW, okay, bei irgendwelchen, manchmal überlegt man sich das dann nochmal, ob man da arbeiten möchte, aber in der Regel ist das schon so, dass man sagt, bei so großen Marken, da bin ich schon stolz drauf, wenn ich da arbeiten kann und ich sagen kann, ich habe den und den Job da bei dem großen Konzern, das ist schon eine Hausnummer, ja. Also wenn ich dann im Freundeskreis, in der Familie auch sagen kann, ja, ich bin stolz, ich arbeite da, zum Beispiel Google, die haben pro Tag haben die 8000 Bewerbungen, ohne dass die irgendwas machen. Also die brauchen gar keine Sachen mehr machen, dass die an Bewerber kommen. Da kommen die automatisch dran, weil die halt so super präsent sind, das ist ja logisch. Also wenn ich sage, ich arbeite bei Google, da bin ich ja der König. Also deswegen, aber diesen Status kann halt nicht jeder selbstständige Unternehmer oder Geschäftsführer aufbauen. Das kostet einfach Schweine viel Geld, da dieses Branding zu haben und muss man ja nicht unbedingt. Man will aber diese Fachkräfte haben und man will auch Leute haben, die gewisse Qualifikationen erreichen können. Jetzt wollen wir mal gucken, was ich noch quatschen kann. Die Frage ist jetzt, was kostet ein qualifizierter Mitarbeiter? Eine qualifizierte Mitarbeiterstelle, die ausgeschrieben ist, bis ich die besetzt habe, mit allen Kampagnen, Werbemaßnahmen und keine Ahnung was, dass das wirklich steht, sind wir heutzutage im Jahr 2023 schon bei ungefähr durchschnittlich 7.000 Euro. Es kommt aber auf diese Stelle drauf an, was ich da besetze. Ich rede jetzt von einer absoluten qualifizierten Fachkraft. Wenn es da ganz, ganz viele von gibt und ich so nischig unterwegs bin, dass es wirklich, okay, der muss die Ausbildung haben, der muss noch die Fortbildung haben, der muss noch einen Führerschein haben, der muss die Sprache sprechen, der muss das können, dies können und muss die Qualifikation haben und dann muss der auch noch in der Region sein, wo ich arbeite und da sind so viele Voraussetzungen, da jemanden zu finden, das ist schwierig. Also, dass derjenige quasi die Werbeanzeigen sieht, das ist relativ leicht. Aber dass ich denjenigen überzeuge, ist so ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, da müssen diese ganzen Berührungspunkte halt auch passen. Und die muss ich vorher alle in die Wege geleitet haben. Das heißt, ich muss die Webseite optimiert haben, ich muss die Karriereseite optimiert haben, ich muss den ganzen Rundumbereich des Unternehmens optimiert haben. Das heißt zum Beispiel, wir haben jetzt gerade eine Werbekampagne, um Kunden zu gewinnen. Der hat jetzt gesagt, okay, wir haben jetzt genug Mitarbeiter gewonnen, kannst du abstellen, ich hätte jetzt gerne mehr Kunden, kein Problem. Aber da das am Anfang ja funktioniert hat mit der Mitarbeiterbewerbung, kommen jetzt trotzdem Mitarbeiterbewerbungen rein, obwohl wir auf die Kampagne Kundengewinnung gesetzt haben. Weil die Mitarbeiter, die vorher die Werbung gesehen haben, werden ja auch von dem Algorithmus dann angesprochen, sehen dann auch diese Werbung und sind dann trotzdem so, wow, das ist aber ein toller Arbeitgeber, die Kunden sind zufrieden, da möchte ich gerne arbeiten. Und dann bewerben sich da auch Leute, obwohl ich eigentlich auf Kunden optimiert habe. Das funktioniert auch, aber dafür muss der Anfang halt stimmen.
Und wie das Ganze funktioniert, das kann ich Ihnen gerne einmal zeigen. Melden Sie sich gerne einfach mal an und dann sprechen wir miteinander. Und dann gebe ich Ihnen schon direkt Tipps auf Ihrer Webseite. Machen Sie das, das und das und das anders und dann funktioniert das schon. Und dann können Sie auch mit Bewerbermaßnahmen starten.